Ja. So lang. Na nun, wir können nur einschätzen, wie lange er hier schon steht, aber irgendeine permanente Komponente muss es geben, oder zumindest, dass es über die Jahrzehnte hinaus zögert. Wärt ihr bereit, die Kraft zu teilen, dann könnten wir eine eingehendere Analyse vornehmen. Wenn ihr diesen Zauber beherrscht, ich habe mich mit der Analyse noch nie wirklich befasst. Ein Stück weit. Ich bin kein Analysemeister, aber ja, es sollte ausreichen. Dann ist meine Kraft eure. Perfekt. Kasim reicht ihm die Hand und dann spricht er die Worte für den Unitatio. Werden Sollte. von Das Oma wiederholt. kostet erstmal einen der Unitatio und dann wird der die Kosten für den Analys 1 zu 1 mit Teilungsresten zulasten von mir aufgespalten. So, erstmal Analys, gucken wir mal. Ja, während die Feuerholz suchen und tralala, das geht ja bestimmt eine Stunde. Lass mal Zeit. Kriegst du die Erleichterung aus dem Boden vielleicht noch? Ah, genau. Die Hälfte. Wird 7 hier auch aufgerundet? Die Hälfte, zur Klar, Hälfte? klar. Cool. Damit habe ich volle 8 Punkte mit einer maximalen Erschwernis von 20 auf den Analys. Ja. Der Analyse ist um 5 Punkte erschwert. Es liegt, wie gesagt, ein Zauber auf ihm, hat erzähnliche Komponenten, der diese Verschleierung des Leibes dann eben bewirkt. Es ist dem Paralys sehr ähnlich von der Matrix, aber es ist hier keine bekannte Repräsentation. Kann er vielleicht erkennen, wie lange der Zauber schon wirkt? 10 Jahre, 100 Jahre, Jahrtausend? Eher Zehntausender Jahre. Wow. Ja, dann hat sich die Repräsentationsfrage ja auch erledigt. Gibt zwei Repräsentationen, die in Frage kommen, drachisch und trollisch. Und da kann man sich die Entzauberungsproben sparen, wenn man keinen Meister Antimagier dabei hat. Ja. Hochelfisch würde auch gehen. Ja. Aber das führt zum gleichen Problem. genau, wenn man dann eine Stunde damit fertig ist, meint Kasim, der steht schon ein bisschen länger hier. Also Ja, eher schon ein paar Wochen so, länger. ja, eher so ein paar 10.000 Wochen. Eher so, als die alten Ptolemiden noch in den Bergen gelebt haben und sich vor den Achas versteckt haben. Dann Ich schätze. müssten noch die eure Magister ihn kennen, oder? Das Konzil bewohnt Draconia seit rund 1000 Jahren. Wenn wir dort sind, können wir Großmeister Rachwan Ibn Moyanshir fragen. Oder einen der anderen Großmeister. Eventuell, potenziell eher die druidischen. Es ist möglich, dass sie wissen, wer das ist oder warum. Aber der steht schon lange hier und wir sollten uns erstmal keine Gedanken machen, dass er spontan aufwacht. Ich sehe mich auch nicht im Recht, einen Zauber, der schon tausende Jahre hier liegt, lösen zu wollen. Ich kenne die Gründe für die Steinerinnerungen dieses Trolls nicht. Vielleicht wollen wir sie auch nicht kennen. Nun, mein Meister könnte diesen Troll jetzt befragen, warum er versteinert wurde, aber leider Gottes hat er mir diesen Zauber nie beigebracht. Bedauerlich. In der Tat. Eine andere Frage hätte ich, da wir jetzt die nächsten Tage doch etwas härtere Abschnitte vor uns haben. Haltet es für empfehlenswert, dass ich mich morgens auf die Berge einstimme? Das würde unsere Problematik, einen ordentlichen Schlafplatz zu finden, vollkommen obsolet machen. Ich glaube, den besten Schlafplatz zu finden, den es hier gibt, ist praktisch. Ich denke, das wäre sinnvoll. Wie kraftintensiv ist das? Nun, unter normalen Umständen ist es nichts, was ich nicht mit einer Nacht Schlaf wieder regenerieren kann. Dann sollte es. Etwas mehr als ein Odem. Ah, das ist ausreichend. Das sollte in Ordnung sein. So nennt ihr den Zauber zu entdecken von Magie.
In der Tat. Effo. Das sollte uns auf jeden Fall hilfreich sein. Und Probleme beseitigen. Ich denke, das ist sinnvoll, ja. Auf jeden Fall. 5 ASP für Kasim und 4 für Omar. Kraftfokus muss jeder einzeln verrechnen. Beziehungsweise Kraftkontrolle, wenn man sie hat. Pryodur und Rogel sind auch wieder da, ne? Ich würde übrigens empfehlen, dass wenn wir noch höher ins Gebirge steigen und die Bäume nachlassen, wir magisch feuern. Das sollte. Ah, das seid ihr. Wir haben Gäste in der näheren Umgebung. Was? Also Gäste? Da vorne sind tatsächlich diese Amazonen. Und da hinten sind die Großen. Die Großen? Genauere Beschreibung. Diese Barbaren hier, die hier wohnen, wahrscheinlich. Die wollten doch nicht Barbaren genannt werden, Pryodur. Beschreib sie. Also selbst sind sehr große Männer. Ich glaube, es war auch ein. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht war auch eine Frau dabei. Und sie trinken da hinten und dann ist da noch eine Ziege und die sind sehr groß. Und da hinten sitzen eine ganze Menge. Also sitzen ist vielleicht das falsche Wort. Sieht dann ein bisschen aus, als würden sie lauern. Da hinten sind so ein paar, ich weiß nicht, nicht ganz ein Dutzend, schätze ich, Frauen, die haben alle so eine schwere Rüstung an. Naja, schwere Rüstung ist jetzt vielleicht auch nicht richtig. Also die haben eine Rüstung an und die haben alle Waffen dabei und die sehen so aus, als wären sie böse. Also nicht böse, böse, aber böse auf irgendjemanden. So als wären sie gehen. Wisst ihr, wie ihr manchmal böse werdet, wenn euer Bruder euren Keks gegessen hat? Durchaus. Übrigens. Seht ihr? Ich glaube, die sind ähnlich böse, bloß nicht wegen Keks. Aber vielleicht sind sie auch einfach nur. Also manchmal gibt es ja auch Leute, die gucken einfach komisch. Gibt es hier für gewöhnlich Amazonen? Was ist eine Amazonenburg hier in irgendeiner relevanten Distanz? Schalronpa müssen. Bin ich mir nicht sicher. Also wurde gesprochen. Ich hätte mal das Vergnügen, eine Amazone zu treffen. Die meint, dass im Keschalrondra im Raschwulzwall liegen solle. Ich nehme an, dass es dann diese Burg sein muss. Also Pryodur hat gesagt, die Amazonen, die sehen, wären Rondra ganz nah, deswegen müssten die eigentlich unsere Freunde sein. Ich weiß nicht, ob die anderen unsere Freunde sind, vielleicht. Müssten wir mal fragen. Aber Pryodur meinte, ich soll nicht einfach fragen, sondern wir sollten erstmal sprechen. Soll ich fragen? Wir sollten uns nicht in die Angelegenheiten der Amazonen einmischen. Solange keine der Parteien ein Problem mit uns hat und sie ihre Probleme unter sich austragen, würde ich mich daraus. Frosty, passt die Beschreibung von Rogel auf Fekina? Ja, auf alle Fälle. Also wenn er sagt groß, 1,70 waren die. Aber gut, Rogel ist sowieso ein Angsthase, also kann das schon passen. Das hatte Gillion hatte das aber in den Fußabdrücken schon mitbekommen, dass die Barfüßigen irgendwie so ganz grob um die 1,60, 1,70 waren. Ja, stimmt. Wir sollten beide Gruppen in Ruhe lassen. Vielleicht sind die ja morgen schon weg, wenn wir morgen aufwachen. Na, also dann muss aber auf jeden Fall irgendjemand Wache halten, weil ich glaube, wenn die uns böse gesonnen sind, dann sieht schlecht für uns aus. Wir sehen da einen Konflikt aufeinander zukommen und entscheiden uns wegzusehen. Ich bin irgendwie mit dieser Entscheidung nicht ganz einverstanden. Eben haben wir noch darüber gesprochen, dass wir mit den Fekinas leicht gemeinsam Tee trinken könnten und dass sie uns hier sicher durchs Gebirge führen können. Und ja, Oma, wir sind hier doch nicht die Friedenswächter. Wir haben eine wichtige Aufgabe und die zu erfüllen ist doch höchste Priorität, oder? In der Tat. Ja, ich sehe es auch. Sie könnten gut für unsere Aufgabe. Naja, sie könnten uns helfen, sie könnten uns aber auch übel gesonnen sein. Warum auch immer. Und dann könnten sie die Mission gefährden. Wenn sie uns nicht entdecken, dann gefährden sie die Mission nicht. Also werden wir die Mission nicht gefährden und uns bedeckt halten. Ich habe bemerkt, dass Gillion sehr viel Erfahrung hatte beim Verstecktbleiben des Lagerplatzes. Ich bin mir zwar selbst nicht ganz sicher, was wir tun sollten, das wäre etwas, was ihr als Heldin entscheiden müsstet, aber zumindest können wir sicher sein, dass wir hier, an dieser Position, nicht entdeckt werden.
glaubt, mein lieber Freund, wenn ich es möchte, werden wir bis Draconik Ruhe haben vor diesen Herren und Damen. Okay, also möchten wir uns nicht vorstellen und wir gucken einfach mal, was in der Nacht passiert, weil ich glaube, also wenn jetzt erstmal Nacht ist, dann wird irgendwas passieren. Wir werden Wachen aufstellen. Ich hatte mich ja bereits als erste Wache angeboten. Also wenn ihr möchtet, ich kann euch da einen Baum empfehlen, von dem hat man einen ausgezeichneten Blick auf beide Parteien. Kirsten, eine Frage hätte ich noch an euch. Ihr sagt, ihr kommt aus Draconien, nicht wahr? In der Tat. Dann hätte ich doch sicherlich die herbeirufen. In der Tat. Kleinere Mengen eines Elementes herbeizurufen, nennt ihr... Lass mich überlegen, ich glaube Manifesto, meinte deine Magier. In der Tat, dazu bin ich in der Lage. Wie gut beherrsche ich diesen Zauber? Also, wenn ihr dann Feuer ruft, wie groß ist die Flamme? Muss ich jetzt kurz gucken. Wir haben doch schon ein Lagerfeuer. Ja, wir werden aber nicht ewig Holz haben. Also ich habe gerade das Holz gesammelt, wie groß wollt ihr unser Feuer denn machen? Die nächsten Tage, mein lieber Roger. Wir haben Holz und wir haben noch Holz und ich dachte, wir hatten uns mit ausreichend Zwergenkohle eingedeckt. Ich kann ein entsprechendes Feuer wirken. Ich bin zwar etwas gekränkt, dass die Frage nicht an mich ging, aber das kann ich sicher belächeln. Verzeiht, mein lieber Oma, ich kann euch nicht einordnen. Ihr kommt auch aus Draconia, oder... Oh nein, ich reise nach Draconia, gerade jetzt mit euch. aber ich weiß wohl auch ein um das andere, um die elementare Magie und vor allem Feuer ist mein Element. Oh, das ist hervorragend. Dann muss ich nicht dem Manifesto das Feuer herbeirufen. Das wird auf jeden Fall eine Option sein und ich bin dankbar, sie zu haben, aber solange wir sie nicht brauchen, werden wir sie nicht nutzen. Kraft sparen. Ja, so viel Kraft braucht es jetzt nicht. Ey, habt ihr was dagegen, wenn ich die letzte wahrnehme, so dass ich Praius am frühen Morgen begrüßen kann? Ich werde der zwei Wachen übernehmen. Die erste und die letzte. Dann könnt ihr euch überlegen, wie ihr die Nacht unter euch verteilt. Nun, dann will ich Gesellschaft leisten. Vier Augen sind mehr als zwei. Das möchte ich meinen. Also gut, dann Greldig und ich werden von 22. Stunde bis Mitternacht halten. Dann fehlt uns noch einen Lampasten von 0 bis 2 und von 2 bis 4. Ja, das klingt doch nach einer Aufgabe für uns. Ich werde die Hundswache von 2 bis 4 machen. Werde mir arg böse, wenn ich schlafen möchte. Ja, wir haben noch eine Wache übrig, die mit zwei Personen besetzt werden sollte. Der Lagerplatz ist gut, wir werden hier noch gut schlafen. Merkt. Und Oskar und uns insbesondere mit unseren vielleicht problematischen Nachbarn sollten wir auf keinen Fall eine Wache mit einer einzelnen Person belegen. Dann würde ich mich Oma anschließen. Okay. Wie war's noch alleine, nicht wahr? Eigentlich hatte ich den Wunsch, mich mit Kasim ein wenig zu unterhalten, aber ich denke, dafür haben wir in Draconia auch noch Zeit. Also, dann macht dann Rogel mit ihm. Aldan. Das ist das erste Mal. Also. Also ich glaube immer noch, da hinten auf dem Baum klettern ist eine gute Idee. Dann sehen wir zumindest, was passiert. Ist unser Lager von diesem Ort aus einsehbar? Vom Baum? Ja. Also nicht so richtig. Du siehst halt, also wenn du weißt, dass unser Lager hier ist, dann weißt du, dass unser Lager hier ist, aber du kannst es nicht sehen. Dann würde ich die Wache lieber hier halten. Weil wir hier das Lager und eventuelle sonstige Sachen, die auf das Lager zukommen könnten, im Blick haben. Wir sollten unsere Wachposten bei unseren schlafenden Gefährten belassen, sodass wir sie wecken können. In der Tat. Bevor wir Gefahr warnen können.
Und wir werden uns nicht aufteilen. Niemand geht irgendwo allein hin. Ja, dann machen wir so. Gut. So könnt ihr das Essen zu euch nehmen, was ihr dann frisch zubereiten könnt. Und nach den... Haben? Nee, die brauche ich glaube ich nicht. Es sei denn, du möchtest, dass es besonders gut schmeckt. Das kann natürlich auch besonders schlecht schmecken. Bringt uns das Regeneration? Mhm. Ein Punkt. Deswegen frage ich. Ja, dann bin ich schwer dafür, dass du das machst. Ah, es muss doch jeder seine individuelle Wildnisleben für den Schlafplatz machen, oder? Im Prinzip ja. Wir haben 4 Punkte. Ja, erst ab 3 Punkten kann man von mehr sprechen, als du hast es gesalzen. Dementsprechend mit +4, also es schmeckt halt nicht schlecht. Es schmeckt halt nicht schlecht. Gut, dann schauen wir mal auf eure Regenerationsmodifikatoren. Unabhängig davon, dass euch der Schlaf fehlt oder nicht fehlt, Ebene Untergrund ist eine -1, Nahrungsversorgung ist egal und regengeschützt ist auch egal, solange es nicht regnet. Dann haben wir Zelte. Ja. Muss gerade mal schauen. Ist trotzdem eine -1. Ein Zelt gibt euch dann eine +1. Ja, wenn es ein gutes Zelt gibt, gibt's euch eine +1. Das ist okay, stimmt. Und der individuelle Schlafplatz ist auch wieder erschwert um, was hatte ich gesagt? +3, wenn ihr gebirgskundig seid. Schlafen wir nicht in den Zelten? Ja, deswegen gibt es da wieder die +1, aber ihr habt trotzdem individuellen Lagerplatz. Aber es kann ja sein, dass du gerade besonders ungünstig liegst und es gibt zwar keine Insekten oder so etwas, aber vielleicht liegst du in der Pfütze oder sowas. Das kann es ja auch manchmal sein. So, Prio, du bekommst dann auch wieder die -1 reingedrückt. Ja gut, ich muss die Regel rein, insofern ist mir egal. Genau. Mit der keine Astralenergie. Genau, Haldan bekommt auch die -1. Gileon kann normal regenerieren. Krelde kann auch normal regenerieren und Kasim bekommt auch normale Regeneration +1 mit dem Zelt. Aber bei mir ist das egal, ich habe mir fehlt nur ASP und ich habe eine besserliche Regeneration, deshalb -1 ist egal, ich bin voll. Gut. Dann kommen wir zu der ersten Wache. Ihr könnt auf alle Fälle hören, Kreldik und Rafik, dass der Lärm von der anderen Seite lauter wird. Die Amazonen könnt ihr von hier aus gar nicht hören. Aber ihr könnt euch so hinter dem Felsen positionieren, dass ihr sie zumindest sehen könntet, sollten sie an euch vorbeiziehen. Genau, das wird Geldig machen. Der steckt sich seine Pfeife an, nimmt nochmal einen abendlichen Schluck aus seiner Bremer Feuerflasche und setzt sich in den Schatten des Felsens, um dort unauffällig ruhig zu verweilen und hält die Sinne offen. So eine Pfeife kann natürlich besonders gut gesehen werden, aber du kannst auch mit der Hand abschirmen und nach 2 Stunden werden die anderen geweckt. Ist es schon soweit? Es ist soweit, alles ruhig geblieben. Ach, es ist immer schon soweit, ich setze den Kessel auf. Gute Wache, gute Nacht. Ja, auch ihr könnt noch einmal eure Ohren in den Wind hängen und der Lärm von der anderen Seite wird mittlerweile leiser und leiser. Und nach 2 Stunden könnt ihr nichts mehr hören von der anderen Seite. Der ein oder andere schnarcht vernehmlich, aber das ist sehr schwierig zu hören. Gileon kann das mit seinen etwas schärferen Ohren dann doch noch mitbekommen. Einfach weil das Rauschen vom Fluss doch recht laut ist, aber die sind eingeschlafen. Und als ihr dann um 2 Uhr die nächste Wache wecken wollt, könnt ihr, gerade als ihr euch umdrehen wollt, um sie dann zu rütteln, erkennen, wie die Amazonen
in ihren Rüstungen im Prinzip an euch vorbeischleichen. Omar hält inne, hält den Atem an, schaut zu Gillian rüber und deutet mit Handgesten an, sich so leise wie möglich zu verhalten, begibt sich selbst etwas in den Sichtschutz. Ihr guckt verwirrt. Wo genau laufen die vorbei? Steuerung F. Die sind von hier oben, sind sie dann hier runter, einmal die Furt hier überquert, dann hier nach oben. An der Stelle hättet ihr sie dann auch sehen können und dann bis hierhin. 140 Schritt. Bis zu dieser Stelle. Der Fluss ist an dieser Stelle 30 Meter breit. Und das sind dann jeweils 3 Proben, weil die je 10 Schritt abgeworfen werden müssen auf Körperbeherrschung. Probenmodifikation. Sonderfertigkeiten wie Balance oder herausragende Balance liegt bei denen nicht vor. Das Wasser ist an der Stelle bis zum Kinn, ist eine plus 6. Und die Strömung ist reißend, wieder eine plus 6. Die Beladung ist, sie sind aktuell, ja, sie haben nur das Nötigste dabei, also keine Rucksäcke, sondern eben nur Schwerter. Und der Untergrund ist trittfest minus 3, ist er nicht. Kleinere Hindernisse wie große Steine ist er plus minus 0 und rutschig bis sehr uneben ist nochmal eine plus 6. Dementsprechend wird die Probe eine plus 14 sein. Und sie müssen 3 Stück davon an dieser Stelle bestehen. Mit 1, 2, 3, 4, 7 Amazonen, die jetzt ihre Körperbeherrschung testen. Und das ist keine sehr gute Probe. Für die erste. Die müssen doch den Orden erhalten, ist doch bestimmt göttlicher Auftrag. Für die zweite ist es genauso wenig gut gelungen und erst die letzte ist so etwas wie keine Katastrophe. So dass ihr tatsächlich sehen könnt, dass die nachts ihren Angriff starten. Von den 7 Amazonen kommen 3 auf der anderen Seite an, die anderen werden abgetrieben und versuchen erst einmal nicht unterzugehen. Einige verschwinden wohl und 3 Stück werden dann später irgendwo an Land gespült, während 2 andere im Prinzip gleich untergehen und raus sind. Ja, und das könnt ihr dann, während ihr dort unten im Lager liegt, könnt ihr mitbekommen, dass jetzt 3 andere Amazonen so leise wie irgend möglich durch das Rauschen des Flusses hinübergeschwommen sind. Das könnte euch natürlich auch einen Hinweis geben, ob es an der Stelle sinnvoll wäre, den Fluss zu überqueren oder aber nicht. Eher nicht. Zumindest müsst ihr selbst einmal über den Fluss rüber. Die Stelle könntet ihr euch aussuchen. Aber ihr müsst über den Fluss, ihr müsst über die Furt.